egal. Meine sehr verehrten Damen und Herren, herzlich willkommen zu OMSI 2 mit dem American Schulbus auf Baumgarten, weil Pilsdorf nicht laden wollte. Meine sehr verehrten Damen, herzlich willkommen. Und zwar von The Sticks German Cousin habe ich diesen Bus verlinkt bekommen. In dem wunderschönen Dokument, was ihr immer noch in den Videobeschreibungen findet, was ich auch mittlerweile sehr extensiv nutze, um einfach mal von euch ein paar Ideen reinzubekommen. Und ich habe mir gedacht, wenn ich das jetzt richtig weiß, ihr könnt mich jetzt noch korrigieren, wenn ich das noch richtig weiß, sind auf der Linie 17 in, nee, 17? Doch, ich meine 17 in Richtung Garten-Dingens. Ist doch diese super enge Strecke, oder? Ich glaube, das meinte ich und damit, da will ich hin. So, wir probieren das einfach mal aus. Das kann ja nur schief gehen. Wenn, dann schreibt mich jetzt an, wenn das falsch ist, aber ich meine hier zum, was ist die, 17? 19? Ikea? Nee, Ikea war es nicht. Ich weiß es nicht, ihr werdet es mir jetzt sagen. Gucken wir doch mal, wer den, aua, Finger, wer denn hier dafür ist, Hashtag Türen testen, wieso Türen testen, ich muss das jetzt erstmal wissen, oh, mein Rechner ist immer noch offen, ich bin gerade mit dem C in den Lüfter gekommen, aua, so, ich warte da immer noch drauf, ich bekomme keine Informationen. Linie 17, siehste mal, habe ich es doch richtig gesagt. So, wir fahren vom Busbahnhof in Richtung Moosanger. Hallo? Das hier fängt ganz woanders an. Haben wir etwa einen Feiertag? Wir haben Donnerstag, hä? Okay, warte. 17, das von Albert Fleischhackerplatz. Wo ist das denn? Hä? Oder ist das hier der Albert-Fleischhacker-Platz? Wenn das hier der Albert-Fleischhacker-Platz ist, dann ist alles in Ordnung. Ich glaube, das ist der Albert-Fleischhacker. Das ist der Albert. So. Machst du noch die Facecam an? Nein, weil ich habe den Greenscreen nicht ausgefahren. Es sei denn, ihr bettelt mich jetzt alle drum. Da würde ich das noch machen. Weil es ist so warm hier. Ich habe 31 Grad hier. Wenn ich jetzt noch das Fenster mit einem Greenscreen zumache, dann wird das hier nur noch wärmer. Und da habe ich jetzt irgendwie keinen Bock drauf. Deswegen, besser nicht. Ist gerade keine gute Idee. So, okay, jetzt habe ich wieder. Ich habe mich wieder ablenken lassen. Das ist immer ganz gefährlich. So, ups, guten Tag, herzlich willkommen. Ich meinte den Bus da, nicht euch. Ja, ich habe euch habe ich ja schon bekommen. Herzlich willkommenen. Was ist das Verb zu herzlich willkommen? Muss man nicht wissen, oder? Vielleicht funktioniert ja sogar die Omni-Navigation. Jetzt wieder. Baumgarten ist nicht kompatibel. Schade, wäre ja auch zu schön gewesen. Okay. So, dann wollen wir mal gucken, ob die Kiste anläuft. Türen funktionieren ja super. Die Karre läuft doch gar nicht. Ah. Okay, so geht die Tür auf. Sehr gut. Ersten Gang. Handbremse aus. Abgewürgt. Wo ist die Handbremse? Hallo? Das klingt nach gelöst. Okay. Da ist er doch. Alter, ist er schwer. Okay, aber das wird schon. Mir gefallen die Spiegel. Ich mag die Spiegel so. So, Nummer 17. Sehr schön. So. Ach, nee. Haben Sie Ihren Führerschein gewonnen oder was? Ja, habe ich. Genauso wie ich den Führerschein für meinen Schwerlastkran verloren habe. Okay. Okay. Ich wollte gerade. Ist egal. Pff, mir ist gerade was eingefallen, aber ich bin lieber ruhig. Wir fahren nach Moosanger. Ich weiß jetzt nicht, ob man einsteigen will.
Kann natürlich auch sein, dass es... Ah, doch. Man will einsteigen. Sehr schön. Scheiße gewirkt hier. So. Noch 49 Minuten. Das heißt... muss es eh erstmal auf 12 stellen. Und dann gucken wir mal. Noch 30 Minuten. Ja. Okay. Egal, was dir eingefallen ist, sei lieber ruhig. Ja, ich will jetzt hier nichts vom Bausimulator spoilern. Für alle, die das gucken, ich hoffe, ihr guckt das. Es war sehr viel Arbeit. So. Halt die Stresse. Wenn du mich beleidigen wolltest, hast du gerade verkackt. Wenn nicht, dann weiß ich nicht, was du meinst. So, könnten wir jetzt bitte mal etwas flotter einsteigen, wenn du überhaupt einsteigen willst. Ich bezweifle es ja so gerade, wie er läuft. Und meine Zweifel haben Tatsache... Bla. So. Sehr schön. Wir sind schon mal erfolgreich im zweiten Gang. Oh, mir fällt auf, dass ich meine Anlage immer noch anhab. Und jetzt ist sie aus. Sehr schön. Die Karre, die ist rie... Das war noch grün, das war noch Strich. Das war auf jeden Fall noch Strich. Ist ja egal, welcher Strich. Okay, was mich ein bisschen stört, ist, dass der Spiegel da drüben nicht aktualisiert. Aber... wie weit muss ich denn rüber gucken? Jetzt aktualisiert er. Nee, das ist mir zu unkomfortabel. Da gebe ich lieber den Spiegel auf. Bin ich überhaupt richtig gefahren? Wir werden es herausfinden. Ja, Entschuldigung, ich fahre zum ersten Mal so eine Kiste. Ja, ist richtig, okay. Ich wollte dich nicht beleidigen, okay. Halt die Stresse, dann weiß ich nicht, was du mir sagen wolltest. Gut. Warum keine Webcam? Weil es 31 Grad sind und es ist warm. Und wenn ich den Greensmith runtermache, habe ich keine Frischluft mehr. Und ich wollte heute nicht ein zweites Mal von innen duschen. So. Hallo. Sehr schön. Hallo. Ich muss eigentlich noch aktiv nehmen. Hallo. Gut. Hallo. Hallo. Ich muss mal gerade was nachgucken. Okay, jetzt ist der Chat immer noch... Okay, sehr gut, sehr gut. Das mit dem Chat funktioniert, da bin ich ein bisschen happy drüber. Hallo. Sehr schön. So schlecht lässt er sich aber gar nicht fahren. Sehr schön. Links. So. Lass doch einfach das Fenster auf und mach den Greenscreen runter. Ja, aber wenn ich den Greenscreen runter mache, habe ich keine frische Luft mehr aus diesem Fenster. Das heißt ja nicht, dass ich es dafür zumachen muss. Es kommt einfach nichts mehr bis nach hier. So. Ah, mal gucken gleich, vielleicht, wenn es was kühler wird in einer Stunde oder so. So. Sehr gut, ich hoffe, dass jetzt alles auf die... Ich hoffe, dass es auch einigermaßen vernünftig aussieht, weil ich habe mit Tricks, Jux und Dollerei es geschafft, meinen Prozessor dazu überreden, auch mal mit den höheren Quicksync-Einstellungen zu encodieren. Ich weiß nicht, sieht's gut aus? Kann man es sich angucken? Also so, was ich jetzt hier sehe, im kleinen Player auf jeden Fall. Nur halt im großen Player sah es immer nach zerhackter Matsche aus. Ah, fuck. Fahrschule ist ja nichts dagegen, ne? Ich weiß übrigens nicht, wie man hinten die Tür aufmacht. So, oh, ist ja gut gegangen. Ich guck grad selber mal rein. Naja, es ist immer noch verpixelte Sülze. Ich müsste jetzt einfach im kleinen Player gucken, dann geht's. Wenn ich das größere Internet hab, dann wird das auch besser. So, nicht wegen dem Schwarzen, sondern wegen der Textur des Deutschen. Nur zur Information. Ein Ibis ist auf jeden Fall angeblich irgendwo verbaut. Das sehe ich aber nicht. So.
Fahr mal bitte bei Tegen. Ich weiß nicht, was Tegen ist. Mann, Leute, Rechtschreibung. Sind wir hier überhaupt richtig? Ich glaube, es geht für uns nur hier lang. Kann das sein? Ich gehe davon aus. So. Übrigens, wenn ihr irgendwie gegrüßt werden wollt oder sowas, dann abonniert mal einfach mit öffentlichen Abo-Einträgen. Das könnt ihr in euren YouTube-Einstellungen ändern. Dann werdet ihr hier automatisch von meinem System gegrüßt, indem ihr dann einfach oben drin steht, dass ihr abonniert habt. Ist das nicht cool? Ist das nicht cool? Kannst du Omsi bitte lauter machen? Natürlich. Das lässt sich machen. So, wie ist es jetzt? Besser? Ich hoffe es. Gut. Sehr schön. 40 Leute dennoch. Ich fühle mich irgendwie breit mit der Kiste. Ich hoffe, dass mir jetzt hier nicht... Dass mir hier in den Kurven keiner entgegengeflogen kommt. Anständig fahren. Nase voll, der Michael Schumacher. Guck mal, wie weit ich da noch rüber kann, Alter. Alter, geht ihr mir gerade auf die Eier. Ihr wollt mich verarschen, ne? Fickt euch. Jetzt läuft er. Nö, dann haben wir Pech gehabt. Gut. Ah, siehst du, da funktioniert es doch. Oh. Ah, ich bin so froh, dass mein zweiter Rechner das endlich mal packt, Alter. Okay. Didel-didel-didin. Nächster Halt, Menziger Straße. 30. Pff, 65 Babys. Ich halte irgendwie ein bisschen weit weg davon. Warte mal. Wie wär's denn mal damit? Oder ist die Karre voll? Die Karre ist voll. Deswegen steigen die nicht ein. Die Karre ist voll. So. Gut. Ups. Hä? Moment. Das ist gerade wichtig. Tomorrow we bring mass. Ja, morgen ist nämlich City Skylines hier, das neue Add-on. Da will ich schon mal jetzt Werbung für machen. Wird es bei Gamesplanet geben? Wird es bei Gamesplanet geben und bei mir auch sehr wahrscheinlich in einem Stream, wenn ich es hinbekomme. Ich hoffe es. Das wird auf jeden Fall lustig. So. Gut. Alter, da war viel los heute. Fahr mal bitte in Außenperspektive. Können wir gerne machen. Heute ist aber Kompatibilitätsmodus bei mir. So, dann fahren wir halt mal so. Weiß ich noch nicht, wann ich schalten muss. Ich höre nämlich nichts mehr. Und das war's mit Außenperspektive. Ich muss mir einfach nur angewöhnen, ein bisschen was mehr innen fahren zu können. Obwohl es sich so anfühlt, als würde ich voll dagegen hutzen. Für andere scheinbar auch. Brems, 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 brems! Steht der mitten in der Straße, weißt du? Warte mal. Sekunde. Wir ziehen die Karre gerade mal gerade. So. Sehr schön. Dreh mal das Wetter von 15 auf 30 Grad. Hat der Bus eine Klimaanlage? Ne, eine Klimaanlage wird da nicht haben, aber eine Lüftung? Weil sonst mache ich das ganz bestimmt nicht. Das sieht was wie Lüftung aus, man kann es aber nicht verstellen. Ne, tue ich nicht, sonst wird das hier auch noch warm. So, okay, ihr dürft alle nicht mitfahren, habt da leider Pech gehabt.